Ich liebe dich und dies ist genug. Ich bin deine Freiheit, die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. November 29, 2011 von Yahushua, unserem Herrn und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für seinen Sohn und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr. Viele Dinge wiegen schwer auf dem Herzen eines Kindes, das erwachsen wird. Doch die Fähigkeit zu lieben ist größer als jede Prüfung, und sie überwindet jedes Hindernis. Deshalb wissen und verstehen jene, die lieben, dass ich jene Liebe bin, die in ihnen wohnt. Ich bin derjenige, der ihnen die Kraft gibt, auszuharren. Die Liebe, die jedes Hindernis überwand von Anfang an. Er, der starb und lebt, damit alle, die mir vertrauen und an mich glauben, auch leben können wegen mir. Alle Lasten von jenen genommen, die Buße tun. Alle Schuld von jenen genommen, die meine Vergebung akzeptieren. Der Friede wiederhergestellt in jenen, die ohne Unterbruch Dank darbringen, aufgrund meines Opfers. Deshalb, mein Sohn, hör die Stimme deines Erlösers. Höre der Rede desjenigen zu, der dich erschaffen hat und dich liebt. Ja, derjenige, der für dich starb, der dich auch jetzt kennt und mit unaussprechlicher Freude auf dich blickt. Mein Sohn, wie Timothy dein Vater ist und dich liebt, so bin auch ich dein Vater. Ich habe dich immer geliebt, zu keiner Zeit hat sich mein fester Blick von dir entfernt. Mein Herz schlägt in dir, mein Atem hat dir das Leben geschenkt, genauso wie meine Liebe dich für immer aufrecht hält. Und nun ist die Zeit gekommen für all jene, die in dieser Welt verweilen, sie zu verlassen. Für all jene, die von ihrem Fleisch und von der Sünde dieser Welt belastet sind, völlig wiederhergestellt zu werden. Und für jene, die meinen Geist beachten, mich wirklich kennenzulernen und meiner Stimme zuzuhören. Doch verstehe dies, mein Sohn, ich kenne dich, ich selbst habe dich erschaffen. Ich verstehe die Wünsche des männlichen Herzens und das in dir, was bemüht ist, mich zu erfreuen, und dass du dich danach sehnst, dass deine Eltern stolz sind auf dich. Deshalb musst du dein Gesicht nicht verstecken, noch dich schwer belastet fühlen. Timothy versteht es auch und schaut nicht anders auf dich. Schau, seine Liebe zu dir nimmt nur zu, während ich auch in ihm zunehme. Und das, über was dein Herz bekümmert ist dir vergeben. Es ist weggeworfen und vergessen. Hebe deinen Kopf nach oben, Junge, und blicke auf das, was kommt. Fokussiere dich auf das, was dir Freude bringt und dein Herz mit Staunen und freudiger Erwartung erfüllt. Denn ich bin tatsächlich hier und ich werde sicherlich meine eigenen nehmen, damit sie mit mir sein können, wo ich bin. Jede Träne weggewischt, jeder Schmerz geheilt, jede Belastung entfernt. Nur Freude und tiefer Friede bleiben übrig. Denn mein Königreich bedeutet Ruhe, genauso wie jene, die mich wirklich kennen, schon in mir ruhen. Deshalb ruhe in mir, mein Sohn, denn ich bin mit dir und verstehe, ich bin der Herr. Er, welcher der Anfang und das Ende ist, der Urheber und der Vollender von allen Dingen. Nichts ist außerhalb meines Willens, noch ist irgendetwas unmöglich für mich, denn in mir bestehen alle Dinge. Und wenn ich größer bin als alles, dann sind jene, die mir vertrauen, tatsächlich frei. Mein Sohn, alles gehört mir. Von dem, was du vor dir siehst, bis zu den entferntesten Bereichen des Universums. Genauso, wie du mir gehörst und ich dir gehöre. Und wenn du mir gehörst, dann kann nichts in der ganzen Schöpfung dich von mir oder meiner Liebe trennen. Und jene, die in meiner Liebe bleiben, haben mich und werden an allem teilhaben, was mir gehört.
Deshalb fokussiere dich auf mich und lass all die Dinge, die dich bedrücken, zur Seite fallen. Denn ich liebe dich und dies ist genug. Ich bin deine Freiheit. Kommt zu mir, alle, die sich abmühen und schwer beladen sind, und ich werde euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig im Herzen. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, sagt der Herr Yahushua.